Aber diese Auffassung in Teilen auch vertreten. Ich habe mir das bei BMW angeschaut, die ja sehr stark im Bereich Wasserstofftechnologie als einziges Automobilunternehmen noch forschen und die auch Wasserstoffautos haben. Die sagen, diese Technologie ist beherrschbar. Sie fahren ja jetzt, also es gibt ja Wasserstoff. Ja, aber im Gesamtsystem, vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Ja, die Frage der Sicherheit spielt da in dem Forschungsbereich eine große Rolle. Momentan ist die Elektrolyse ja so teuer, dass allein durch die Umwandlung weniger Energie hinten rauskommt bei der Umwandlung und deswegen es auch kaum Sinn macht, Speicherung herbeizuführen. Ich habe davon wirklich zu wenig Ahnung, aber bei BMW war es so, dass die zum Ausdruck gebracht haben, wir forschen weiter auch an Wasserstoff, wir wollen technologieoffen forschen. Und ich finde auch, dass das in Ordnung ist, technologieoffen zu forschen. Und am Ende muss man gucken, das ist wie bei der Kernfusion. Die Experten sagen, in diesen Brennstäben, die da in irgendwelchen Salzbergwerken liegen, sind 95-97% Restenergie. Die kann man über kleine Mikrokraftwerke, kann man das lösen. Das sind dann Kraftwerke, die ganz anders aussehen als Kernkraftwerke. Kernfusion sowieso, ist überhaupt nicht radioaktiv. Und auch daran forschen einige. Nun sagen manche in Greifswald, die Forscher, da ist der Friedrich Merz bei den Forschern in Greifswald gewesen und hat gefragt, alle drei Leute erzählen draußen, das braucht 20 bis 30 Jahre. Und da haben die Forscher gesagt, glauben Sie im Ernst, wir würden daran forschen, wenn wir glauben, dass es erst in 20 bis 30 Jahren der Fall ist, dann wären wir Astrophysiker geworden. Dann hätten wir es anders gemacht. Wir glauben daran, dass man es in 10 Jahren schafft. Wir wissen es nicht. Was haben wir uns vorstellen können, als die Dinger eingeführt wurden? Da konnte sich das auch keiner vorstellen. Und bei vielen anderen Technologien ist das ähnlich. Ich finde, wir brauchen einfach eine Technologieoffenheit und wir brauchen Forschungslehrstühle, die sich um diese Dinge kümmern in Deutschland. Bei aller Wertschätzung fürs Gendern, aber wir haben 300 Gender-Lehrstühle und einen für Kernphysik. Das ist die Frage, welche Prioritäten setzen wir im Land? Worauf konzentrieren wir uns und mit welcher Wirtschaft würden wir agieren? Und ich teile Ihre Einschätzung, was die Bauindustrie angeht. Es ist dramatisch, was derzeit in der Bauindustrie stattfindet. Ich war bei der Tagung des Sozialen Wohnungsverbandes, also des Netzwerkes vom Sozialen Wohnungsverband. Und die sagen, wenn wir jetzt eine Situation haben bei den Handwerkern, dass wir die in die Kurzarbeit schicken, und in der Baustoffindustrie wird schon in die Kurzarbeit geschickt, dann verlieren wir Fachkräfte ähnlich, wie wir das nach der Corona-Pandemie im Bereich Hotellerie und anderes verloren haben, weil wir faktisch dann gar keine Arbeitslosigkeit haben, sondern die Leute gehen in andere Berufe und das gesamte Know-how in diesem Bereich ist relativ schnell weg. Und wir sind gerade in der Vorbereitung unseres Familienfestes hier auf dem Durlacher Platz. Küchenruder sagt, geht nicht gerade. Wir können nicht mitmachen. Die Hausbauhersteller sagen das auch. Es ist faktisch eingebrochen. Die Grundstücke, die momentan noch für Helmer und andere zur Verfügung stehen, da stehen Notverkäufe an. Weil der Ein- und Zweifamilienhausbau ist faktisch durch die gestiegenen Preise, also die gestiegenen Baupreise, das ist auch ein Thema, wo man übrigens ran muss, da hat die Baustoffindustrie auch ganze Arbeit geleistet, was die Preise angeht, warum eine Decke in Paris, eine Zwischendecke 12 cm dick sein muss und in Berlin 50, erschließt sich mir jetzt, also wir sind nicht alle dicker. Ja, also das irgendwie, wir haben da Standards in dem Bereich, die Ina Scharrenbach aus Nordrhein-Westfalen, die hat jetzt damit angefangen zu sagen, ich setze mich jetzt mit allen zusammen und wir reduzieren jetzt selber diese Vorschriften runter. Weil da sind Vorschriften in Bereichen da, sie kennen das viel besser, was Brandschutz und all die anderen Sachen angeht, da fragt man sich, du brauchst ja eine Versicherung gegen Brand bei 100 Meter unterm Wasser. Die Nebenkosten ist immens hoch. Ich habe das gelernt, die durchschnittlichen Errichtungskosten, wir hatten heute die Genossenschaften zusammen aus Marzahn und Hellersdorf, die haben mir gesagt, die durchschnittlichen Errichtungskosten ohne Grundstück von neuem Wohnraum liegen bei 3.700 bis 4.000 Euro. Die Errichtungskosten ohne Grundstück. Und er sagt, und dann rechnen Sie um bei den Zinsen, die wir derzeitig haben, was das für die Miete bedeutet. Und deswegen haben Sie völlig recht. Es ist natürlich auch eine Frage des Mieterschutzes, der damit einhergeht, auch wenn natürlich nur Maximalbeträge umgelegt werden können. Und wenn ich dann gleichzeitig höre aus der Bundesregierung, von der SPD vor allem höre, dass man die Umlage vollständig abschaffen will und nur noch den Eigentümern überhelfen will, dann weiß ich auch, welche Denke dahinter ist. Das ist die Enteignung durch die Hintertür, die damit stattfindet. Man muss das halt eben mit Augenmaß und mit Vernunft machen. Zur Rente mit 70 sage ich mal lieber nichts. Das ist eine Idee einer einzigen Person,
in der CDU, die diese Äußerung getätigt hat. Wir sind der Auffassung, dass das weiter auch an die Arbeitszeit und an die Erwerbstätigkeitszeit angedockt werden muss. Und beim Dachdecker ist eben die Situation eine andere, der mit 16 eine Ausbildung begonnen hat, als dem, der momentan im Studium im Durchschnitt mit 27 abschließt und dann in den Job geht. Insofern wird sich da sicherlich das ein oder andere verändern, aber nichts an den derzeitigen rechtlichen Regelungen. Und was Sie zur Notversorgung gesagt haben, ja, ich teile Ihre Einschätzung, also einerseits, ob die Produkte am Markt vorhanden sind und das Zweite, ob es eine Anschlussfähigkeit gibt.